Gibt es Wüstenwürmer wirklich? Und wenn ja, wie groß sind diese Sandwürmer in Wirklichkeit? Nein, aber es gibt Sandfische, die können sich unterm Sand fortbewegen. In der Sahara oder im Zoo wirst du keine finden. Einzelne Exemplare findest du im Kino oder auf deinem TV zu Hause. Lad dir das Spiel StarCraft 2, ist inzwischen kostenlos spielbar, herunter, spiel Zerg und schau dir einen Nydus-Kanal im Vergleich zu einem Marine an, dann weißt du es. Bin mir ziemlich sicher, dass dem Kollegen FS zu viel Aufwand ist, die es dir bestätigen könnten, wurden alle von Wüstenwürmern verschluckt. Wüstenwürmer gibt es bestimmt, aber nicht wie bei Dune. Die Sandwürmer sind eine Erfindung des US-Autoren Frank Herberts, der den Romanzyklus Der Wüstenplanet schrieb. Nein, ja, gibt sie aber unter Wasser. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.